In Call of Duty Warzone werdet ihr mit bis zu 150 Spielern auf eine Map geworfen und müsst euch bis zum Ende durchkämpfen. Aktuell könnt ihr solo, im Dreier- oder im Vierer-Team in den Kampf starten. Zu Beginn startet ihr in einem Militärflugzeug und könnt euch selber entscheiden, wann ihr dieses verlasst. Während des Fluges lohnt ein Blick in die Map, um zu schauen, wo ihr denn landen möchtet oder eurem Team auch eine Stelle anzupingen. Seid ihr abgesprungen, lässt sich der Fallschirm öffnen und ihr könnt zu eurem Ziel hingleiten. Möchtet ihr weiter entfernte Ziele erreichen, lohnt es sich, den Fallschirm zu öffnen und immer wieder zu schließen. Ihr seht dann eine Animation, bei der ihr ein kleines Stück nach vorne gleitet. Sobald diese aufhört, den Fallschirm wieder öffnen und das Ganze wieder von vorn. Somit erreicht ihr auch weiter entfernte Ziele, als die ganze Zeit nur mit dem Fallschirm nach vorne zu segeln. Seid ihr an eurem Zielort angekommen, heißt es schnell sein und looten, was das Zeug hält. Auf der ganzen Karte verteilt findet ihr Waffen, Munition, Geld und wichtige Ausrüstungsgegenstände. Diese können entweder in Gebäuden oder in Truhen zu finden sein. Das wohl wichtigste im ganzen Spiel sind Panzerplatten. Ihr könnt bis zu 5 Panzerplatten einstecken haben, 3 ausgerüstet oder wenn ihr eine Panzertasche gefunden habt, sogar 8 Stück mitnehmen. An den blauen Balken unten links im Bildschirm erkennt ihr, wie viele ihr momentan ausgerüstet habt. Die Panzerplatten sind so wichtig, da es euer einziger Schutz ist. Ohne diese Platten seid ihr nach wenigen Treffern bereits tot, also immer darauf achten, dass ihr alle 3 voll ausgerüstet habt. An dem blauen Symbol erkennt ihr, wenn die Panzerung des Gegners durchbrochen ist. Danach sind es nur noch wenige Schuss und ihr habt ihn K.O. Wenn ihr im Solo-Modus spielt, wie gerade zu sehen, ist der Gegner sofort tot. Spielt ihr allerdings im Dreier- oder Vierer-Team, geht der Gegner erstmal zu Boden und seine Teamkameraden können ihn wiederbeleben. Also nicht aufhören zu schießen, wenn der Gegner am Boden liegt, denn er kann sich auch mit einer Wiederbelebungsspritze selber wieder auf die Beine helfen. Hat es euch einmal erwischt, ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Wenn ihr gestorben seid, landet ihr im Gulag. Das ist sozusagen das Gefängnis in diesem Spiel. Dort müsst ihr euch im 1 gegen 1 beweisen. Ihr erhaltet eine zufällige Waffe und müsst mit dieser gegen den Gegner antreten. Euer Gegner hat dieselbe Waffe, also keine faulen Ausreden, hier geht es wirklich nur um Skill. Doch lasst euch nicht zu lange Zeit. Wenn der Timer abgelaufen ist, erscheint eine Flagge in der Mitte. Diese müsst ihr einnehmen, bevor der Gegner es getan hat, ansonsten verliert ihr das Match ebenfalls. Konntet ihr das 1 gegen 1 für euch entscheiden, landet ihr wieder mit einem Fallschirm auf der Map und könnt ganz normal weiterspielen. Doch keine Angst, habt ihr im Gulag verloren, ist das Spiel immer noch nicht vorbei. Eure Mitspieler können euch an der nächsten Vorratsstation für $4.500 freikaufen. Neben der Möglichkeit, eure Mitspieler freizukaufen, gibt es auch noch weitere nützliche Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel Selbstwiederbelebungsspritzen, Panzerplatten und vieles mehr. Vorratsstation erkennt ihr an dem kleinen Einkaufswagensymbol auf der Karte. Während des Spiels solltet ihr euch unbedingt auf den Weg zu einer Ausrüstungslieferung machen, da ihr dort eure vorher eingestellten Klassen auswählen könnt und neben den Waffen auch 3 verschiedene Perks erhaltet. Doch Vorsicht ist geboten, Ausrüstungslieferungen sind heiß begehrt und ihr trefft dort sehr, sehr oft auf Gegner, beziehungsweise viele campen auch in Gebäuden und warten nur drauf, dass ihr dorthin rennt. Perks sind Eigenschaften, welche euch das Leben in Warzone um einiges einfacher machen können. Ihr könnt diese, genau wie die Waffen, vorher im Klasseneditor auswählen. Ausrüstungslieferungen erkennt ihr an dem blauen Symbol, ihr könnt aber auch eine an der Vorratsstation für $10.000 kaufen. Auf der Karte erkennt ihr in dem Kreis die Zone. Ist der Timer oben links abgelaufen, wird diese verkleinert und ihr müsst euch schnell auf den Weg in die Zone machen, da ansonsten Gas freigesetzt wird und ihr nicht lange überlebt. Empfehlenswert ist ebenfalls, Aufträge abzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Aufträgen, wie zum Beispiel das Sichern eines Ziels oder Kopfgeldjagd. Das bedeutet, ihr müsst einen Spieler, der euch auf der Karte angezeigt wird, in einer bestimmten Zeit töten. Konntet ihr einen Auftrag erfolgreich abschließen, wird euch bereits der nächste Kreis bzw. die nächste Zone angezeigt. Nach bereits 4-5 Aufträgen seht ihr schon fast die Endzone, was euch natürlich einen taktischen Vorteil gegenüber euren Gegnern bringt. Das Team, was als letztes übrig bleibt, gewinnt natürlich. Habt ihr alles richtig gemacht, dann seht ihr am Ende diese schöne Videosequenz, in der eure Namen nochmal erwähnt werden. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen, doch manche Sachen muss man am besten auch selber herausfinden. Ich hoffe, euch hat dieser kurze und knappe Anfängerguide gefallen und ihr könnt mit meiner Hilfe etwas besser in Warzone starten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.